Wir sind auferstanden und der nächste Tag beginnt. Dieser kleine Punkt hier vorne, das ist eine Zecke. Den werde ich jetzt entfernen. Jawohl, die Zecke ist draußen. Na, hast du einen ordentlichen Karton besorgt? Einen stabilen, ordentlichen Karton. Mal gucken, wie viel ich reinkriege. Und diese ganzen Sachen, die willst du in diesen Karton packen und zu dir nach Hause schicken. Ja, die sind definitiv zu viel. Angebrannte Samyang-Nudeln. Cool. Hier unten haben wir gestartet. Genau. Und hier sind wir schon. Ja. Das hier ist ungefähr die Mitte, sollte so ungefähr. Und da oben ist das Ziel. Wir haben die Post gefunden. Jetzt kannst du das versenden. Endlich. An dich selbst nach Hause. Ja. Und wie viel Kilogramm waren das? Also wir haben ja gesagt, der am dichtesten dran ist, gewinnt. Und wer am weitesten weg ist, muss ein Ei spendieren, ne? Ja. Du hast gesagt? 8 Kilo. Und ich habe gesagt? 6 Kilo. Und es sind genau 5,1 Kilo. 5,1 Kilo. Das heißt, ich soll dich zum Eisessen einladen. Du bist dran. Ja, Eis einladen. Das Ärgerliche ist, ne, bis 5 Kilo hätte ich nur 6 Euro bezahlt. Ab 5 Kilo bezahlst du 10 Euro. Das ist ärgerlich. So, ich habe jetzt Bier. Natürlich Zellerbier, weil das gibt es bei mir nicht. Deswegen... traditioneller Art muss immer Zellerbier gekauft werden. Und noch mehr Sachen. Unter anderem auch Eis. Genau, dieses Eis. Hier für dich, for you. Dankeschön. Dass du gewonnen hast. Wir werden gleich dieses Eis essen. So, du möchtest deine dreckige Hose? Ja. Da drüben in der öffentlichen Toilette waschen. Genau, weil und ein paar Socken und einmal Unterwäsche werde ich schnell durchwaschen. Ja. Weil da ist ein Waschbecken. Ja. Es gibt warmes Wasser, ich kann abschließen und dann kann ich schnell das einmal waschen. Wäsche waschen, leicht gemacht. Guck mal, was da alles fliegt, Alter. F-U-C-K-U, Alter. Da vorne fliegen ganz viele Mücken rum. Aber wenn wir die bezwungen haben, dann sind wir auf der Heide drauf und wir klettern dann einen Berg hoch. Ah, oh, ganz schnell durch da. Ganz schnell. Das wird gleich so richtig zerstocherisch. Hier ist ganz viel Heide und so. Und da drin, da sind voll Fettspinnen und Eidechsen und Mücken und sowas drin. Ja, boah, ist anstrengend, hier hochzulaufen. Ach, ganz schön. Hier vorne ist so ein Grasweg. Und wir werden hier die ganze Zeit von diesen Mücken verflucht. Die sind hier überall. Ich bin ein Kaulquappen im Kopf, weil ich habe einen Schwanz dran. Also dieser sandige Weg, der ist total anstrengend und der ist voller Mücken. Hier sind überall Mücken, die uns zerstechen und so weiter. Und wir werden immer noch von Mücken zerstochen, aber nicht mal so schlimm wie vorhin. Und da drüben sind Propeller, die hier Wind machen. Also die verschwenden hier Strom, damit die uns hier Wind herstellen. Guck mal, wir kommen jetzt gerade aus Landkreis Celle raus. Und wir sind jetzt gerade in Landkreis Heidekreis angekommen. Bald ist die Hälfte geschafft. Jawohl. Ich spritz rum. Ich spritz hier rum. Das gießt hier. Hier sind ganz viele Regentropfen, die vom Feld raus spritzen. Das ist richtig geil. Nächster Tag beginnt und... hier waren ganz viele Scheißmücken, die uns zerstochen haben. Die sind so richtig nervig. Wir müssen weg. So sieht unser von Mücken beklagter Schlafplatz von dieser Perspektive aus. Hier haben wir gepennt. Oh, scheiße. Der Stuhl hier ist kaputt. Dieser Band ist abgerissen. Das ist voll scheiße. Der geht komplett auseinander. Der ist richtig kaputt. Und dieser Hocker ist so Gold wert. Scheiße. Das ist scheiße, dass er kaputt gegangen ist. So, die Sachen sind gepackt. Und wir laufen jetzt, wir verzichten jetzt auf Kaffee und holen den Kaffee im Wietzendorf nach, weil wir sind nur 1 Kilometer davon entfernt ungefähr. Jetzt Wanderungsstart kommt. Und da drüben ist schon Wietzendorf. Wir haben Wietzendorf erreicht. Hier wird Koffein gesoffen, weil wir eine Bäckeria finden. So, wir haben Bier und nochmal Sachen eingekauft. Und jetzt werden wir erstmal ein Eis, ein Brötchen... und ein Koffein essen. Und hier spritzt das rum. Hier spritzt Wasser rum.
Ich habe mich verschluckt. So, ich habe uns Döner gekauft. Bitte schön. Das war voll schwer gewesen, den runterzukriegen, weil er so fett war. Oh Mann! Ich will dich leiden sehen. Gemein! Jawohl, du hast es geschafft. Ich bin die letzte Content-Kreatur. Und Kaulquappenkopf dazu. Ich bin ein Radieschengesicht. Guck mal, hier vorne ist eine Vollfettraupe. Prüfen, was da rauskommt, wenn der fertig ist. Ob Schmetterling oder Motte oder Fledermaus oder Vogel. Schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt, was da rauskommt. Wenn der geöffnet ist, wenn der fertig ist, genau. Heute ist ein richtig geiles D3-Verschepperungswetter. Die Sonne da vorne, die ist richtig geil. Ich mag das. Also das hier vorne, das ist Südseecamp. Wir werden da jetzt reingehen. Das wird jetzt so richtig geil sein. Aber jetzt werden wir erstmal unser Lager aufbauen. Ja. So, wir müssen nach da hinten hin, wo die Bäume sind. So, ich habe unser Schlafplatz hier fertig gemacht. Ich habe das hier so aufgespannt. So sieht das aus. Und guck mal hier. Man kann den hier runter machen. Und da hat man hier auch noch eine Wand. Und hier vorne stelle ich dann meinen Wagen hin. Und dann werden wir hier von den ganzen anderen Leuten hier in Ruhe gelassen. Von den Campingplatzleuten.